Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Fire Emblem Echoes, hier mit mir Sefi. Und wir waren bei der fröhlichen Aufstiegsparty stehen geblieben. Nein, nicht bei den Opfergaben. Bei den neuen Klassen. So, kann Python erstmal aufsteigen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ich muss mal kurz anders hin. Das ist ja furchtbar. Das war der Stuhl. Der wollte auch mal Hallo sagen. Sehr schön. So, kann Claire auch endlich mal aufsteigen. Hat sie auch endlich mal mehr KP. Und vor allen Dingen, sie kann sich durch Ächtung auch wesentlich besser gegen Schrecken durchsetzen. In Kombination mit dem Sakralschild, den sie bereits hat, sollte das ziemlich gut laufen. So, und zu guter Letzt haben wir noch Lukas da unten. Sehr schön. Whatever it takes to see the task through. Der hat schwerer Panzer gelernt. Das wirkt halbiert erlitten Schaden durch Bögen. Das ist sehr praktisch. Das hätten wir in der letzten Runde brauchen können. So, wie geht's uns allen denn eigentlich? Na gut, wir hatten ja nur den einen Kampf. Gut, können wir ja weitergehen. Ah, ein Wiederbelebungsschrein brauchen wir ja nicht. Dank des Zeitenrates. Man ist hier wirklich sehr großzügig, was Permadeath angeht. Ja, wenn deine Einheiten weg sind. Ich meine, wenn sie gestorben sind, dann sind sie weg. Dann kriegst du sie nicht wieder. Außer du drehst das Zeitenrad zurück. Oder du gehst in den Schrein und belebst sie da wieder. Naja. Der Casual Mode hat sowieso die ganze Sache für null und nichtig erklärt. Scheint hier aber auch nichts weiter zu sein. Ciao. War nett hier, hat uns eine Menge gebracht, aber jetzt sind wir weg. So. So. Dann speichere ich nochmal, denn jetzt geht es gegen Rudolf. Angriff auf Schloss Rigel. Then the fortress has fallen. It has, Your Excellency. I fear it's a matter of minutes until the Deliverance reaches the castle doors. Very well. We shall greet them with a sea of blades. I leave the rest to you, Messenna. As your will commands, Your Excellency. Now go. Your Excellency, wait! Berkut. Sire! Why have you not given me leave to join the front lines? I know I failed you at the border, but all the more reason I beg for this chance. A merciful leader may grant a second chance. Only a fool allows a third. Your Excellency! My army has no place for the weak. You'll remain here and watch in quiet. No. Please. Have mercy, sire! Your Excellency! Uncle! Ich
Ich liebe den Voice-Actor von Verkut. Der macht seine Arbeit echt gut. Oh, er hat einen Engelsring. Ah, und dann Glück bei uns 20. Ja gut, bei Glück 0 kann er das auch gut gebrauchen. Ansonsten... Achso, wir gehen hier in die Mitte, werden von allen Seiten bombardiert und müssen hier rum. Ah, toll, das klingt da wirklich nach einer Menge Spaß. Effektiv gegen Flieger, effektiv gegen Flieger. Effektiv gegen Flieger, effektiv gegen Flieger. Oh, das wird ein Spaß. Ich wünschte, wir hätten hier einen Langspeer. Brave Warriors of Regel, you have fought with courage and skill at my side these long years. But the hour of reckoning is upon us. Our empire's light is guttering. Now heed my words well. If I should fall, my final order is that you lay down your arms and surrender. I hear the young Zofian general is a man of mercy. If you have any love and loyalty for me, you'll not waste your lives this day. That's Emperor Rudolph. This is strange. I'm not sure what I'm feeling at the moment. He's caused so much suffering, and I know I should hate him, but I can't. Instead, he just feels, I don't know, familiar somehow? Snap out of it, will ya? There's no time for daydreaming. We're at Regel Castle's doorstep, buddy. We need you focused. Now pull yourself together already. We didn't come this far to lose here. Right. Sorry, Gray. All right, everyone. Let's do this. So, ich habe da mal eine Frage. Darf ich hier nur... Oh, ich entzückende Hintergrundmusik. So, da wir in dieser Runde nur den Anführer besiegen müssen, der passenderweise auf dem Pony sitzt, stelle ich mir die Frage, ob wir da mit Faye einfach hinfliegen können und hier mit dem Ritter-Tod einfach mal gehörig die Leviten lesen können. Ich meine, rein theoretisch könnten wir... Können wir da jemanden rein teleportieren? Und ansonsten könnten wir da noch jemanden rein teleportieren. Ja, ich glaube, das ist ein Versuch wert. Das gefällt mir jedem. Seht ihr, sieht sie das genauso. Der würde am liebsten selbst reingaloppieren, aber das wäre selbst auf jeden Fall. So, mal gucken. Vielleicht können wir Mathilda da ja mit reinschleusen. Oh, wow, das würde ja sehr gut laufen. Fakt ist, es ist immer, und es steht auf Pflaster drauf, daran liegt das, ne? Ja, daran liegt das. Dann müssen wir das anders machen. Tobin, schnapp dir deinen Bogen. Du ziehst in den Krieg. Oder auch nicht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Okay, da nicht ist, dass das nicht klappt, kann Sieg auch seinen Rittertod wieder haben. Danke. Oh, na, danke schön.
Lukas, eine Frage hätte ich dann aber. Du kriegst auch halbierten Schaden. Gegen Brit nur einhalten, ne? Was hältst du davon, wenn du dich einfach arschig hier in den Weg stellst? Nur so als kleine Blockade. Was hältst du davon? Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Schön, dass du mir dazu stimmst. So. Natürlich, da ist Wasser und da kann er nicht hin. So, wenn du jetzt noch einen kritischen Treffer hast, kannst du den in der Runde besiegen. Danke. Danke. Wo ist denn jetzt hier noch so eine Imber? Ach, er hier, der ist noch nicht genug weg. Dann tu das mal. Oh, schön ausgewichen. Na, das weniger schön ausgewichen. Oh, schön, das macht sehr wenig Schaden. Oh, schön, das macht sehr wenig Schaden. Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Wunder, dass das so wenig macht, dass ich einen Stahlschild war. So, mal gucken, ob ich was Cliff gingen lassen kann. Haben die alle Stahlschilde drauf? Oh Gott, das wird ja eine Geburt. Oh, das ist einer mit dem Rittertod. Sieg, du machst mal einen Abgang. Was war das? Hat sich einem gerade verschluckt? Who taught you that? I twist my arm. No. Jetzt müssen wir vielleicht auf die nächste Runde verschieben. Naja, Lukas kann ja erstmal angreifen. Den kriegen wir nicht weg, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Naja, allen sollte man eigentlich eine Runde überstehen. Ist die Frage, ob Python das übersteht?
Na, willst du die Schlacht zurückhaben? Aua, voll ins Gesicht. Der ging einfach mal durch die Wand durch. Oder nee, der ist ganz knapp an der Wand vorbeigeflogen. Entschuldige, Tobin. Ich weiß doch, dass deine... Ich weiß doch, dass du präzise bist. So, wenn der Herr sich hier schon gleich in die erste Reihe zum Sterben stellt, dann erfüllen wir ihn diesen Wunsch natürlich. So. Excellent work. Finde ich auch. Das wird ein bisschen sehr knapp. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Erstmal stich Python. Ja, dein Leben ist mir wichtig. So, jetzt können wir versuchen. Das ist nur ein Breitchen, ne? Das könnten wir zu unserem Futter ausnutzen. Andererseits kommen die Gedanken genau in diese Breite noch hin. Naja, man macht Schaden, so viel man machen kann, ne? Da kriegt man mal einen Besuch ins Gesicht und nichts ist passiert. Ich weiß nicht, was von beiden mich sehr nicht mehr schockiert. Phew, ausgerechnet. Sehr nice. Sehr gut. Da war ein Kampf hier. Vor allem schön, dass die heilen und dann erst eine angreift. Erstmal ist die Heilungsrunde. Genau, das machen wir. Doppellebe raus, ihn tot. Lebler für Almi. I can tell I'm getting stronger. Das ist schön. Fine work. Ja. Ah, wir könnten ihn da immer noch kaputt machen. Da stehen mir aber einfach noch zu viele Bogenritter, die den ebenfalls in Waffen kommen. So, du greifst es an. Das macht dir ja nicht viel. Dann, ganz im Ernst, Lukas Aufgabe ist es hier nicht, Schaden wie ein Weltmeister auszuzahlen, sondern einfach nur stabil dazu stehen und die Leute aufzuhalten, damit wir die in unserer Runde halt zerpflücken können. Wie wir es hier gerade tun.
Also, Tatjana, du heilst mal kurz ein. Der hat mir nämlich zu viel Schaden. Dann schätze ich wenigstens mal daneben. So. Nur die zwei können sich mal bereithalten. Dass sie uns dann mal vielleicht bei einem schnellen magischen Angriff unter die Arme greifen können. Und schön, dass das Cliff so gut ausweicht. Und einem ebenfalls. Ich glaube, die heilen sich da die ganze Zeit eigentlich mehr gegenseitig. Oh, da hat die Faxen dicke. So, nachdem wir uns alle geheilt haben. Doppelliebe raus, ihn töten. So, was war der nächste mit dem Silberbogen? Finde ich auch. Ich hätte den mit dem Rittertitel gerne da weg. Gucken, dass wir den die Runde wegkriegen. Schwierig, habe ich jetzt Alm oder Cliff? Ich glaube, ich habe lieber Cliff. So, hat hier jetzt noch einen Ritter tot? Ja, hier, der hier hat noch einen. Das Schöne ist zumindest, solange Cliff da ist, rennen die Bogenritter wenigstens nach vorne, damit allen die kaputt machen kann. Dann sind wir die wenigstens schnell los. Oh schön, Cliff ist allen ausgewichen. Na, oh, die haben sich die ganze Zeit gesehen, seid nicht so dumm, Leute. So. Was ist das bei mir nicht viel? Naja. Den können wir schon mal mit einem Doppellöwen kaputt machen. Eine Fähigkeit des Matches. Das sind jetzt wieder Ritter tot. Nur nehmt so. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Vielleicht muss es reichen. Ist ziemlich praktisch, einen Charakter zu haben. Yeah, ein Fußtritt. Der eine Menge einstecken kann, aber auch gut austeilen kann. Weil er halt doppelt angreifen kann. Naja, du hast ja die ganze Zeit nur zugeguckt. Für mich war das hier bitterer Tod. Jetzt ernsthaft?
can count on you. So, sollten die Bogenritter weg sein. Sehr nice. Besser als ich dachte. Na, dummerweise können die nicht zusammen angreifen. Naja, dann sprechen wir so schwach vor. Wobei, von Vorschwächen kann ja eigentlich keine Rede sein. Ach ja, die können ja supporten. Oh, Clive, my heart sings for you. La 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 la. Pardon me, Delphia, but perhaps you might tell me about your brother. I find Luthier to be a singularly unique individual. What? I think the phrase you're looking for is totally weird. Clive and Lou are like day and night. Or night and day? Whatever. Surely he cannot be as bad as whatever you were trying to say. He's a knowledgeable and gifted mage from what I hear. Oh, sure. But the rest of him is a total disaster. No tact, no friends, no sense of what's going on in the world. All he cares about is stupid magic. Why couldn't I have a normal brother? I see. Ja, so ist das mit Brüdern, Schwestern. Das sucht man sich nicht aus und dann ist man hinterher immer sauer, egal was rausgekommen ist. So. Guten Tag, der Herr. Au. Sorry. You want something? Hat fast gereicht. So, was ist denn 60? 20. Gönn dir. Toll. Gönn dir das nächste Mal bitte richtig. So, hier kurz ein bisschen durchheilen. Naja, an sich können wir da gleich hier Mathilda rein teleportieren. Faye kann, außer, kann da hochfliegen, kann da ein bisschen Unterstützung geben. Und Tatjana kann ja auch so ein kleines Purwexi feuern. Eigentlich müsste das funktionieren. Frage, ist das einer mit dem Ritter tot? Nee, ist nur einer mit dem Stahl tot. Alles klar. Mit dem Stahl tot. Sehr viel, lern lesen, es ist ein Stahlschild. So, Mathilda. Bis dahin. Ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Kann ich noch einen von denen angreifen, glaube ich. Jo, jetzt kann ich noch einen angreifen. Und die kannst du dir dann auch der Reihe noch zur Brust nehmen. Und wie gesagt, Faye ist ja auch noch da. Oh, hi. Lieber nicht. Upsi. Na, das hat ja nicht so gut funktioniert. Ja, da bleiben vor Schreck gleich mal die Frames stehen. Clive, are you there?
not find peace with you. Keine Sorge, das wird sich gleich bessern. Der Part ist eh vorbei. Beim nächsten Mal werden wir dann einfach Mathilda wiederbeleben mit der Macht des Zeitenrates. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich Ciao.